Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Heute ist bei uns Feiertag und wie geil ist, wenn man zu Fuß zum Sondeln gehen kann. Ich gehe auf meine zwei großen Wiesen. Ich hoffe, dass der Bauer die schon gemäht hat. Ansonsten wird es ein Buschkampf. Aber vielleicht geht heute was. So, bin angekommen. Leider hat der Bauer nicht gemäht. Noch nicht. Er mäht jetzt da hinten auf der Rückseite. Da habe ich auch noch eine Wiese, da mäht er. Vielleicht kommt er hier auch noch her. Ja gut, das ist alles für mich. Auf der drüberen Seite auch. Ich bin jetzt praktisch von da hinten, da ist mein Wohnhaus, bin ich da rüber gegangen, den Weg hierher. Und jetzt werde ich mal hier anfangen. Das Gras ist sehr hoch, aber wie gesagt, vielleicht habe ich Glück. Ich bin heute unterwegs mit meinem Quest Q30, mit meinem Spaten und mit meinem Pinpointer. Ich hole euch dazu, sobald es was Interessantes zum Sagen gibt. 2 Meter gegangen. Es geht eigentlich ganz gut mit dem hohen Gras. Und den ersten Fund gemacht, war wieder ein Hammersignal, fast ein Münzensignal für den Quest. Aber das ist irgendein Radl, ewig schwer, schweres Eisen. Aber wahrscheinlich ist so blöd drin gelegen, dass es so ein komisches Signal abgegeben hat, in den Hohl. Ich könnte mir vorstellen, das ist irgendein Laufradl vom Bulldog oder von einer Ecke, sonst irgendwas. Naja, das waren jetzt 5 Minuten und gleich der erste Fund. So, der nächste Fund. Nein, das ist kein römischer Armreif. Das ist auch wieder irgendein Eisen drum. Mag schon was älter sein, aber ich denke mal nichts Historisches. Weit bin ich noch nicht gekommen. Aber wie gesagt, der Bauer mäht da hinten schon. Ich hoffe, dass er noch hier rüber kommt. Und dann tue ich mir auch ein bisschen was leichter. Die Hitze habe ich ein bisschen unterschätzt. Wir haben jetzt 23 Grad schwül. Er sagt ja für heute Nachmittag ziemliche Gewitter an. Na, hoffe ich, dass ich noch ein bisschen Zeit habe. Erst habe ich mich gewundert, hä, warum so viele Störsignale? Und dann ist man gekommen. Hochspannungsleitung. Ich wechsle jetzt einmal von der Wiese da drüben zu der Wiese da drüben. Weil da ist erstens ein bisschen schattiger und ich hoffe, dass da schon gemäht ist. Weil das andere ist echt doch anstrengend. So, war eine kleine Wanderung hier durch. Und ist tatsächlich schon gemäht. Das Heu liegt noch, aber es ist schon gemäht. Wer meine Videos kennt, weiß, dass ich hier im Winter schon mal ein bisschen drüber gelaufen bin. Aber ich werde das heute mal anfangen, systematisch abzulaufen. Weil ich bin immer einer, ich laufe da zickzack quer und kreuz und quer und dann habe ich die Hälfte nicht gescannt, also abgesucht. Und heute mache ich es ein bisschen anders da, solange ich es bei den Temperaturen aushalte. Ungefähr nach 10 Metern der erste Fund. Teile von der Mundharmonika. Und wie ich schon oft gesehen habe, auf der ganzen Welt werden beim Sondeln Teile von Mundharmonikas gefunden. Anscheinend war das früher ein sehr beliebtes Instrument. Der nächste Fund. Ich als gelernter Elektriker hätte auf den ersten Blick gesagt, das ist ein Stemmeisen. Schaut doch fast so aus. Aber vielleicht war das auch, ist es ein Heuwender oder sowas gewesen. Auf jeden Fall, ein Kilometer dahinter ist ja der Fliegerbunker Mettenheim. Messerschmitt 2 wollten sie da bauen. Und ich habe da vorne, wo ich war, habe ich ja ohne Ende Bombensplitter gefunden. Vielleicht geht hier auch was. Aber die Hitze ist so drückend und der Wind kommt jetzt langsam auf. Ich hoffe, das Wetter hebt. Der für mich nächste schöne Fund. Ein schöner Schlüssel. Und was ich lang nicht gewusst habe, ist, warum man auf Felder und Wiesen so viel Schlüssel findet. Laut einer Geschichte von einem älteren Bauern, den ich mal getroffen habe, haben die ganz früher die Bauern Schlüssel in die Felder geschmissen, um eine bessere Ernte zu haben. Warum, wieso, weiß ich nicht. Ist einfach so. Schöner Fund. Der nächste Fund ist mit einem dreckigen 60er-Signal reingekommen. Ich denke mal, ich weiß auch warum. Das wird so drin, das war so drin gelegen. Und deswegen würde man so ein gutes Signal ausgespuckt haben. Ja, keine Ahnung. Das Eisen massiv. Wer weiß, was das ist oder was das mal war. Ich habe schon gemeint, der Münzengott hat mich total vergessen. Aber endlich mal wieder eine schöne Münze in einem super Zustand. 2 Rentenpfennige sind das von 1924. Die Sonne blendet ein bisschen.
Oh, freue ich mich. Schöner Fund, super Sache. Endlich mal wieder eine Münze. Ich habe schon gemeint, ich finde gar keine mehr. Komische Sache, gutes Signal gehabt. Ausgegraben, also Loch gemacht, Signal weg. Dann bin ich nochmal drüber geschwenkt und ungefähr 20 cm neben dem Loch habe ich dann diesen schönen Heiligenanhänger gefunden. Voll cool. Leider habe ich keine Spucke mehr, weil es so warm ist, sonst hätte ich ein bisschen sauber gemacht. Aber richtig schöner Heiligenanhänger. Ich denke mal, das ist die Jungfrau Maria. Es steht auch was drauf, aber das kann ich so hier nicht lesen. Ich mache ihn sauber und dann blende ich ihn euch auf alle Fälle nochmal ein. Auch das ist ein schönes Signal. Ich hol's mal raus. Der nächste Fund. Das war mal ein Hammer. Kann aber nicht sagen, wie alt das der ist, aber da oben war der Stiel drin. Ein Hammer. Schöner Fund und schwer zum Mitschleppen. Jetzt war ich ein bisschen verdutzt. Ich habe zuerst das aus dem Loch geholt. Habe mir im ersten Moment nichts damit anfangen können. Aber wie ich dann das Loch weiter durchsucht habe, habe ich das zweite Teil gefunden. Und es ist einfach ein Löffel. Krass. Wahrscheinlich schon ewig alt. Material, boah, Alu? Alu ist es nicht. Keine Ahnung. Boah, schöner Fund. Also die Wiese macht mir echt Spaß. Es wird da langsam nimmer. Und wie fast üblich und normal in der Gegend, ein Stück von der Patrone, von der Hülse. Kann ich aber auch nichts dazu sagen, weil man absolut nichts mehr erkennt. Es fängt an zum Tröpfeln. Ich hoffe, ich kann noch ein bisschen weitermachen, solange es nicht schüttet. Ja, anscheinend nicht nur hinter mir auf der Wiese, sondern auch hier der erste Bombensplitter. Krasses Teil, ewig schwer. Aber man erkennt, dass es ein Bombensplitter ist oder Granatensplitter oder keine Ahnung. Wahnsinn. Das denke ich mal, ist ein Projektil, der aufgeschlagen ist. Ich denke, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Aber schaut so aus. War ein schönes Signal. Und ja gut, weiter geht's. Weiß nicht, ob man erkennen kann. Ich versuche mal näher ranzugehen. Vorne ist ein kleiner Dachs. Die ganze Zeit neben mir hergeschlichen. Hey, brauchst nicht weglaufen, ich tue dir nichts, Alter. Und tschüss. Ah, also der Dachs kommt immer wieder mal raus und verschwindet da. Ich denke mal, der hat da hinten sein Nest oder sein Loch. Keine Ahnung. Ich habe inzwischen noch einen super Hammerfund gemacht. Und zwar eine schöne Gürtelschnalle. Und der Span ist sogar noch beweglich. Schön. Zum Schluss noch ein super Fund. Also ich habe jetzt die Wiese, sage ich einmal, ein Viertel habe ich jetzt nur von der Wiese gemacht und ich bin absolut zufrieden. Waren schöne Top-Funde dabei. Ich mache jetzt aber auch Feierabend, weil Nachmittag noch ein bisschen Chillen angesagt ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mal einen Daumen hoch da oder vielleicht sogar ein Abo. Es kostet euch ja nichts. Bis zum nächsten Mal, euer Sondelmike.